Hallo zusammen und willkommen zum kleinen Erklärvideo zum neuen S5-Helden Hathor. Hathor. Es klingt, wenn man einfach nur die Augen zumacht und Hathor sagt, es klingt nicht nach einer Dame. Aber es ist eindeutig eine Dame. Ich sehe da Brüste. Von daher, warum heißt du Hathor? Egal. Guck mal, 999 Stärke mit Limit Break und blablablub. Ich glaube, das ist, wenn man mal die Doppelkostüm-Varianten weglässt, ist das jetzt aktuell das Höchste, was man haben kann. Zaubererklasse, Mondfamilie ist bekannt. Passiv, 50% Chance, die folgende Aktion auszuführen, wenn dieser Charakter seine Spezialfähigkeit verwendet. Verstärkt das Leben aller Verbündeten um 10%. Verstärktes Leben können überschreiten. Alle Verbündeten erhalten eine geringe Menge Mana. Das ist ein starkes Passive. 50%. Der Held ist schnell. Wenn ihr jetzt, ich sag mal, Dreier-Stacks habt oder was weiß ich, die sind gerade so die tankigsten wegbekommen. Wenn vorher er auslöst, dann viel Spaß, die tankigen Leute wegzubekommen. Es wird schwieriger. Von daher kann richtig nervig sein. Zu den Werten. Angriff 774. Ja, ist okay. Der Wert ist gut. Und Lebenspunktewert ist ziemlich hoch. Oder sagen wir mal sehr gut. Und das spricht natürlich für einen Support-Helden. Der Name des Specials, Mütterliche Fürsorge, spricht natürlich auch dafür. Sie ist schnell. Verstärkt das Leben aller Verbündeten um 480. Alle Helden sind für 4 Züge immun gegen neue negative Statusveränderungen. Schnell und 4 Züge. Das ist richtig stark. Das ist richtig stark. Ein schneller Heiler mit Overheal und Immunität für 4 Züge. Das ist richtig stark. Und aktuell mit nichts zu vergleichen, wir haben keinen, der Overheal macht und die Immunität, wenn ich nicht komplett falsch bin. Das noch bei schnell. Mit diesen Tanky Stats. Ich will jetzt nicht lügen, aber könnte in der Theorie, wenn man das Passive auch noch bedenkt, einen Tank abgeben. In der Offensive natürlich sehr gut als Supporter zu gebrauchen. Könnte aber auch einen Tank abgeben. Ist tanky, hilft dem gesamten Team. Die Immunität gegen neue negative Statusveränderungen macht es extrem schwierig, seine Kombis offensiv zu spielen. Kann richtig nervig sein. Okay, und was haben wir noch im Angebot? Es sind 3 Helden, die ich nicht habe. Und dadurch, dass sie so gut ist, über seine Qualitäten wissen wir Bescheid und sie ist auch gut. Gehen wir mal rein und gucken mal. Mal, was passiert? Stoddel mit 4 Sterne? Nicht verkehrt. Aber eigentlich wollen wir doch nur rot sehen. Ich will rot sehen. Kein Lila. Nur rot. Okay, 3 Sterne, 4 Sterne. Mal gucken, was hier drin ist. Extra Beschwörung. Ja. Blau. So, komm schon, gib rot, gelb. Okay, aber wieder 4 Sterne. Also 4-Sterne-Quote ist gut. Jetzt brauchen wir bloß noch eine rote Quote. Ist jetzt Nummer 8. Wieder ein Fatz, aber von dem haben wir genug. Und jetzt drücken wir hier nochmal 10. Machen wir mal 18 draus. Rot möchte ich sehen. Ja, nein. Okay, nicht vorgestellt, aber nehmen wir mit. Ich hätte eh nicht gewusst, was ich rot jetzt leveln soll. Das sieht man schon daran, was ich gerade aktuell level. Die level ich auf jeden Fall. Ist ein super Support-Held, offensiv. Mit dem guten Damage und dem passiven Heal. Kann
Kann man auch im Dreier-Stack spielen. Also, ist ein Top-Held. Vielleicht sogar Dev-Material. Von daher ist es zwar nicht einer der Vorgestellten, aber ich will mich nicht beschweren. Machen hier nochmal auf. Und ach komm, es ist fast Weihnachten. Vielleicht kommt ja nochmal was Rotes. Und na, okay, dann wären wir aber wieder im Display. Ja, okay. Noch ein Leonidas. Leonidas. Und noch. Ja, warum nicht? Komm, klassische Fünfer. Gönn mir. Seelentausch kommt bestimmt. Drei Fünfer bei 28 Beschwörungen. Darf man natürlich nichts sagen. Vielleicht kommt ja noch ein Monatsheld hinterher. Dann wären es vier. Nee. Aber. Ja, in der Theorie kann man sagen, hätte man sich sparen können, die weitere Zehner, aber auf der anderen Seite Seelentausch kommt. Und vielleicht kommt ja von Leonidas irgendwann mal das Kostüm. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Kriegen wir noch ein. Ach, noch nicht. Noch nicht. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Rot. Nee. Jawohl, du hast gefehlt. Da waren es 29. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.